Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Und ja, heute haben wir gesagt, gehen wir in das nächste Land. Hier gibt es mit Sicherheit noch Dinge zu tun, wir haben aber eigentlich schon sehr viel. Daher, wir gehen erstmal weiter, wir kommen ja sowieso nochmal zurück zum Schluss des Spiels. Dann können wir noch mehr sammeln. Wir werfen also Cappy mal da drauf und dann schauen wir uns das mal an. Wow. 26. Die Odyssee ist leistungsfähiger. Das hört man noch gern. Genau, und an der Stelle kriegen wir jetzt zwei Auswahlmöglichkeiten. Genau, und oh, die Qual der Wahl. Was meinst du, in welches Land hat sich Bowser wohl verkrümelt? Seeland oder Forstland? Seeland, habe ich auch schon bei der anderen Aufnahme gesagt, bis da war ich nämlich. Nicht so meins. Also, schon okay, aber ich mag's Forstland erstmal lieber. Also gehen wir ins Forstland. Das Forstland, gute Idee. Keine Sorge, das andere machen wir dann hinterher auch noch. Also, keine Bange darum. Listen. Ach so, ja, da sieht man auch, da können wir dann später noch gucken, welche Monde wir haben, welche noch fehlen und so weiter und so fort. Da gehen wir aber dann zum Schluss nochmal hin. Das Let's Play wird länger. Ich denke schon, dass wir so um die 100 Folgen vielleicht machen. Und ich möglichst viel mitnehme. Ja, das hätten wir jetzt auch überspringen können, wenn da jetzt noch mehr ist. Ja, komm, ich lasse es für euch mal drin. Schön gemacht finde ich, dass da halt auch in den Zwischensequenzen immer alles beachtet wird. Erst entführte Tiara und jetzt hat er auch noch den Ring der Einheit an sich gerissen und somit einen Ehering. Will er sich über die gesamte Hochzeitsausstattung zusammenklauen? Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp, Mützenzielwurf. Wirf deine Kopfbedeckung und schüttle die Joy-Con-Controller dann erneut, um einen Mützenzielwurf auszuführen. Deine Kopfbedeckung fliegt zum nächstgelegenen Ziel. Das ist super praktisch, wenn du kein Zielwasser getrunken hast. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Unser nächstes Ziel ist das Forstland. Da soll es ein riesen Gewächshaus voller Blumen geben. Außerdem gibt es dort ein berühmtes Blumenarrangement. Nett. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Schauen wir mal. Ja, und damit sind wir im Forstland, aka dem Robohain. Pfad zum Himmelsgarten. Ah ja, das war das. Alles klar. Dann gucken wir uns hier mal um. Warte mal, hörst du das? Was soll ich denn hören? Wir gucken erstmal hier hinter die Bäume. Okay, da ist nichts. Ja, es hätte ja sein können. Da vorne ist aber was. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann gucken wir nochmal hier vorne. Ja, gefiel mir tatsächlich schon beim privaten Spielen besser als der, diese Unterwasserwelt. Aber da müssen wir so oder so noch hin. Ich kann mich vor lauter Aufregung nur noch wie verrückt im Kreis drehen. Ein Handlanger des Ungeheuers stibitzt unsere Blumen unerhört. Ein unidentifiziertes Objekt ist vorbeigeflogen. Ach, da kann man die Musik wechseln, schön. So, erstmal was wir machen können hier, ist mal wieder, als Zahlungsmittel existieren zwei Sorten von Münzen. Ja, das kennen wir eigentlich ja schon. Sieh dich nur um. Willkommen. Es stehen diverse Artikel zum Verkauf. Genau, es gibt einen Mond. Den kriegt man ja nur da, hatte ich ja schon mal gesagt. Den möchten wir auch gerne dann schon mal direkt haben, weil was wir haben, haben wir. Kann man das so sagen? Ja, doch kann man. Und, ja. Dann geht es weiter. Was machst du? Kennst du dich schon mit Amiibo aus? Du könntest versuchen, gedrückt zu halten und mit einem
Amiibo den NFC-Kontaktpunkt zu berühren. Du wirst es nicht bereuen. Ja, das habe ich, wenn ich jetzt ein Amiibo gerade da hätte, würde ich das tun. Das machen wir auf jeden Fall in einer der späteren Folgen, machen wir das auch nochmal. Da ist ein Hase. Ach. Na? Ach, fast. Und ich hab ihn. Ah, genau, das gab auch nochmal einen Mond. Fühlt es sich so an, als wäre ich sehr ruhig gewesen. Entschuldigt bitte. Dann haben wir schon mal den nächsten Mond und dann gehen wir hier mal weiter gucken. Wir haben uns so viel Zeit in die Aufzucht dieser Blumen gesteckt. Ja, Junge. Dann müsst ihr euch die zurückholen. Wo bist du? Ach, da können wir reden mit ihr. Oder mit ihm. Und Sphinx. Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso sei deine Kopfbedeckung gegrüßt. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Was ist es, das das Ungeheuer in diesem Land begehrt? Blumen? Diese Antwort ist korrekt. Setze deinen Weg bitte fort. Ah, okay, sonst wären wir wahrscheinlich da eh nicht durchgekommen. So, wir holen uns aber noch eben hier die Dinger. Ein bisschen schneller, Herr Mario. Da sind noch Münzen. Können wir eigentlich auch schon mal einsammeln. Wo ich mich tatsächlich auch schon sehr drauf freue, auch wenn es langwierig wird, ist Breath of the Wild. Das mache ich aber erst, wenn das hier beendet ist, weil ich eigentlich vorhabe, immer nur einen Konsolen-Let's Play erstmal parallel zu laufen zu haben. Ich will sowieso nicht so viele... Achso, da müssen wir einen Wandsprung machen. Hätte ich vielleicht auch einfach mal lesen können. Ich lese mal, was da steht. Rückwärtssalto. Ach so, mit einem Rückwärtssalto müssen wir das machen. Ja, okay. Moment. Nein, das wollte ich nicht. Was steht da? Z, L und B. Mhm. Ich habe wieder A gedrückt. Z, L und... Ja, so. Ich will halt auch noch irgendwie... Ah ja, da dürfen wir nicht drauf. Das müssen wir... Können wir wegmachen, müssen wir nicht. Ich will halt auch noch Resident Evil irgendwann mal fertig machen, wenn es zeitlich halt passt. Überlass das Gift mir. Ja, machen wir. Daher... Ja, erstmal machen wir jetzt das hier fertig. Das werde ich wahrscheinlich ja dann schon aufgenommen haben zu dem Zeitpunkt, wenn es veröffentlicht ist, vollständig. Daher ist das dann auch kein Thema. Aber ich will nicht zu viel parallel machen. Und ja, ich will auch nicht mehr groß viel Sachen... Ach, hab ich nicht dran gedacht. Ich will auch nicht so viele Sachen mehr irgendwie... tatsächlich abbrechen oder irgendwas, sondern das meiste möchte ich auch gerne weitermachen. Sag mal, ach so, ja, das hätte ich vielleicht erstmal lesen sollen. So, auf jeden Fall können wir die halt hierbei so alle machen. So, und da wir nichts verpassen wollen, gehen wir noch eben hier rum. Ah ja. Ah, das ist ein Ding, wo wir ohne Cappy dann reingehen. Und genau, auf die Art und Weise hat man das dann auch schon. Und ein Mond für dich, Feuer in der Höhle. Das ist lustig. Wegen so Sachen wie Fire in the Hole. Genau, gib mir meine Mütze wieder. Ja, ich will halt nicht zu viel parallel machen, einfach weil es sonst eventuell zu unübersichtlich wird und ich will auch nicht so viel... Nein! Ich will nicht so viel abbrechen müssen oder so. Daher,
ja. Erstmal das hier fertig. Dann, wie gesagt, Resident Evil, wenn ich Zeit habe. Ich kann es nicht versprechen, wann ich damit... Also ich hoffe vielleicht um Ostern rum, aber ich kann es halt nicht versprechen, weil wenn was dazwischen kommt, dann ist das in dem Fall dann halt so. Achso. Wir sind drüber gesprungen. Okay. Dann ist das halt in dem Fall so. Also wenn es zeitlich nicht hinhaut, seid mir da nicht böse. Dann bleibt das eben pausiert. Ich habe für meinen Geschmack zu viele pausierte Sachen derzeit. Ah ja, komm runter. Der ist nämlich cool. Wenn wir den übernehmen, können wir nämlich jetzt hier den hier machen. Und da können wir zum Beispiel hier das. Und das hier. Und das hier. Okay, da ist nichts mehr. Und weil wir eben nicht an den Block gekommen sind, würde ich sagen, holen wir das jetzt hier mit ihm nach. Ja, wunderbar. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. So, von denen lassen wir uns mal unbeeindruckt hier. Das ist halt auch cool. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall will ich halt nicht zu viel anfangen und dann nicht fertig machen im Zweifelsfall. Daher, dass die Projekte, die jetzt gerade laufen, sprich YouTubers Live, was jetzt noch lief, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das noch läuft, wenn das Projekt dann hier mal rauskommt und so. Die mache ich erstmal fertig. Doom ist ja auch locker abgeschlossen bis dahin. Ja, das war klar. Hoch damit. Aber wie gesagt, ich versuche nicht zu viele Projekte halt anzufangen, sondern erstmal fertig machen, was man hat. Soweit es halt zeitlich eben möglich ist. So. Den hätten wir damit auch. Ein Mond für dich, Fahrt zum Himmelsgarten. Ja, ihr seht ja da auch, wann ich das jetzt aufgenommen habe und so. Dann könnt ihr das zeitlich ja so ein bisschen zuordnen. Blumendiebe im Himmelsgarten. Aber dennoch, ich freue mich auf Breath of the Wild. Ich freue mich auch auf Mario plus Rabbids. Das wird cool. Astrein, damit kommen wir rüber. Schön. Aber ich habe mich auch sehr hier drauf gefreut. Und wie gesagt, ich habe es vor kurzem erst durchgespielt. Und dennoch will ich es jetzt schon wieder durchspielen. Da kommen wir mit Sicherheit da oben hin. Dann... Machen wir erstmal hier den Weg. Boah. Okay. Genau, da ist nämlich der nächste. Die Nuss auf der Turmruine. Oh, da sind noch Dinger. Die möchte ich leider haben. Okay, erst mal. Haben wir das auch. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, auf die Switch-Sachen freue ich mich. Deswegen habe ich auch sehr nach dieser Capture-Karte Ausschau gehalten. Und habe halt einfach Glück gehabt, dass jemand, der zeitlich
ja, nicht mehr streamen kann, halt diese Capture-Karte gerade abgeben wollte. Und, ja, ich finde das gut. Mir macht das sehr viel Spaß. Und, die Switch-Sachen machen mir sowieso immer sehr viel Spaß. Und, ja, auch die Möglichkeit, dann Zelda, was bei mir auf dem Kanal gute Aufrufzahlen gebracht hat, auch nochmal ein bisschen weitermachen zu können, das ist ganz gut. Im Inneren des Himmels, Himmelsgartenturms. Mhm. Ja, ich wollte dich eigentlich nicht übernehmen. Oh, schön. Das gefällt mir. Breath of the Wild, ich hab's persönlich sehr gefeiert. Jetzt ist die Frage. Ah, den hätten wir jetzt sonst eventuell nicht mitgenommen. Team Turm gepflanzte Nuss. Also ich fand Breath of the Wild cool. Story war mir ein bisschen wenig, muss ich zugeben. Das hat sich mit dem DLC nicht so verbessert, wie ich gehofft hatte, aber dennoch war es cool. Einmal Beine ausstrecken, haben wir auch. Daher, da freue ich mich halt auch sehr drauf, das dann nochmal mit den DLCs und so von Anfang an mitnehmen zu können. Ja. Aber jetzt sind wir erstmal bei Mario und kommen jetzt wieder zum nächsten Zwischenboss, glaube ich. Zu spät, ihr Dummköpfe. Wir haben das Blumenarrangement längst geklaut. Und jetzt macht Platz, damit wir auch die restlichen Blumen mitnehmen können. Ja, ja, dann komm mal her. So, jetzt wollen wir mal gucken, was er... Ah ja, er machte hier die Scheiße. Und dann ging das so, dass wir halt zu ihm durch müssen. Drauf und ja, so läuft der ganze Bossfight dann hier auch wieder ab. Man kämpft halt sehr oft gegen die. Das ist ja so ein bisschen auch bei Galaxy und so, also bei Super Mario Galaxy, meine ich, war das auch so, dass man halt überwiegend gegen dieselben Gegnertypen gekämpft hat. So, und damit haben wir es auch schon. Das war da ja, meine ich, auch so. Kann sein, dass ich mich irre. Galaxy, Super Mario Galaxy ist was her. Ist das Herz noch da? Nein, schade. Aber wir werden eh aufgefüllt, glaube ich. Durch den Multimond, den wir jetzt gefunden haben. Blumendiebe im Himmelsgarten. Ein Multimond für uns. Und damit geht's zurück zur Odyssee, oder? Ja. Wie bei jedem Multimond. Ja. Geheimes Blumenfeld Fahrt. So, aber ich denke, dass wir... Ist da oben eben was gelandet oder habe ich mich verguckt? Nein, du hast tatsächlich recht. Das habe ich auch gesehen. Ah ja. Mit den Dingern kann man hier schnell laufen. Was bist du denn? Foto von Hinweiskunst schießen. Okay. Machen wir das mal. Das habe ich in meinem persönlichen... Playthrough auch übersehen. Achso, was ich machen wollte, ist eigentlich... Genau, da vorne sind nochmal so Dinger. Dann können wir nämlich schon mal gucken, ob wir das Exclusive Outfit kriegen. Oder
ob das noch nicht reicht. Und dann weiß ich auch noch nicht genau, wo wir das einsetzen müssen. Da ist der Shop. Ja. Gehen wir da mal noch hin und dann beende ich danach den Part. Genau. Ah ja, den können wir uns locker leisten. Vielen herzlichen Dank. Umziehen jetzt. Du möchtest deinen Kopf gleich anziehen? Das kann ich gut verstehen, ja. Und den hier auch. Yep. Jetzt. Ja, komm. Komm doch bald wieder und kauf uns ein. Ja, vielleicht. Mal gucken. Und damit haben wir das Exclusive Outfit für hier auch. Ich weiß nur, um ehrlich zu sein, nicht ganz, wo wir es einsetzen müssen. Das werden wir aber, denke ich mal, im nächsten Part dann noch rausfinden. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Super Mario Odyssey. Bis dahin, tschüss!